Im Christentum sind heilige Frauen meist jung und sehr schön. Und sie müssen sich irgendeinen alten, einflussreichen Knacker vom Leib halten, der ein Nein nicht akzeptiert und ihnen dann das Leben zur Hölle macht. Ist wohl auch heute noch ein Thema. Ich arbeite hier nicht. Mitten im goldenen Zeitalter Spaniens kreiert der Maler Zurbarán gemäß den Empfehlungen des Konzils von Trient eine Serie von Heiligenporträts für Klöster und Orden. Eins zeigt Agatha, eine Märtyrerin aus dem 3. Jahrhundert, die der Prokonsul Siziliens erst heiraten will, dann aber foltert. Das Hochformat zeigt die junge Frau in Originalgröße. Sie steht vor dunklem Hintergrund in einer Art Votivnische von einem Goldbogen umrahmt. Ihre Haut ist weiß, die Wangen rot geschminkt, um den Hals eine Perlenkette, langes braunes Haar. Sie trägt ein weites Kleid in Blau, Gelb und Rosa und einen roten Umhang. Sie hält ein Tablett, darauf zwei fleischliche Hügel samt Brustwarzen, ein paar Brüste. Das Bild wirkt elegant. Agatha blickt besonnen und ruhig. Wohl aus Anstand zeigt Zurbarán nicht den Moment der Folter, denn dazu hätte er sie mit freiem Oberkörper malen müssen. So wie bei Del Piombo, wo zwei Soldaten Agathas Brüste mit zwei Zangen langziehen. Ihr schöner, nackter Körper überragt die beiden Folterknechte. Alle Münder stehen halb offen, als würden sie an Agathas Lippen kleben. Das Messer lässt weitere Pein erahnen. Zurbarán entscheidet sich auch gegen den Moment danach, in dem Petrus Agatha besucht und medizinisch versorgt. Wie hier bei Lanfranco. Fast wie ein Chirurg salbt der Apostel die Wunden der jungen Frau, die gerade genug Lebenskraft sammeln kann, um die nächsten Prüfungen zu bestehen. Agathas Brüste sind bei Zurbarán weder erotisch, anatomisch, noch sexy oder gore. Der Busenkult wird sozusagen neutralisiert. Die Brust ist ein Attribut, losgelöst vom Körper und jeder Projektion. Die Aufmerksamkeit des Betrachters wird auf die Figur gelenkt. Und vor allem auf ihre Kleider. Denn Zurbarán ist sowas wie der Balenciaga der Malerei. Und seine Heiligenserie ist die Gelegenheit für eine besonders extravagante Schau, over the top. In den schillerndsten aller Farben natürlich. Ein wahres Modemagazin theatralischer Posen, wie bei Apollonia. Die einen ihrer brutal ausgerissenen Zähne in die Höhe hält, oder Lucia, die die Augen, die ihr ausgestochen wurden, in einem schönen Suppenteller präsentiert. Beide tragen das goldene Palmblatt als höchste Auszeichnung ihrer Standhaftigkeit im erlittenen Martyrium. Unsere Heiligen, denen das Schicksal übel mitgespielt hat, würden auch bei dem Festival der knalligen Kostüme alle Preise abräumen. Die goldene Palme geht aber natürlich an Agatha. Oh, das bin ja ich! Das bin ja ich! Ach, danke! Ist doch besser als nichts.